Herr Jung, zur Tabakwerbung und Ihrer Ansage Inkonsequenz in Richtung Alkoholwerbeverbot. Das Tabakwerbeverbot ist überfällig. Wir haben das nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch als Regierung bereits 2005 beschlossen, dass wir dieses Verbot umsetzen. Und deshalb setze ich darauf, dass das in wenigen Wochen so passiert. Zur Alkoholwerbung. Nach meinem Kenntnisstand gibt es keinerlei Festlegungen im Koalitionsvertrag. Ich kann das als Drogenbeauftragte fordern, aber aus momentaner Sicht ist das sehr unrealistisch. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht um die Vorstellung der Drogenaffinitätsstudie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich begrüße herzlich Marlene Motter, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und Dr. Heidrun Theis, die Leiterin der Bundeszentrale für eben gesundheitliche Aufklärung. Frau Motter, bitte. Vielen Dank, Frau Wirz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute können wir die Ergebnisse der repräsentativen Befragung von Jugendlichen zum Konsum von Suchtmitteln vorstellen. 7.000 junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren sind von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwischen März und Juni 2015 befragt worden. Hierfür danke ich der BZGA, Ihnen, liebe Frau Dr. Theis, für Ihre Arbeit. Sie ist für uns ein wichtiger Kompass für die drogenpolitische Diskussion im Land und natürlich auch für die Politik der Bundesregierung. Die zentrale Botschaft: Die Ergebnisse der Drogenaffinitätsstudie zeigen, dass wir in der Drogen- und Suchtpolitik mit Blick auf Kinder und Jugendliche auf dem richtigen Weg sind. Das betrifft insbesondere die Themen Tabak und Alkohol. Rauchen gehört in Deutschland längst nicht mehr zum Lebensgefühl junger Menschen. Die auf Prävention ausgerichtete Tabakpolitik der Bundesregierung zeigt Wirkung. Konkret rauchen zum Beispiel 2015 nur 7,6% der Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren. 2010 waren es noch 11,7% und vor 15 Jahren, also 2001, waren es sogar noch 27,5% der Jugendlichen. Aber wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Zum 1. April dieses Jahres haben wir verpflichtende Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen eingeführt. Ebenfalls zum 1. April haben wir für einen angemessenen Jugendschutz bei E-Zigaretten und E-Shishas gesorgt, und das auch im Versandhandel. In einem nächsten Schritt brauchen wir ein Verbot der Tabakaußenwerbung. Die Wissenschaft zeigt, dass Tabakwerbeplakate gerade junge Menschen ansprechen. Je mehr Tabakwerbung Jugendliche sehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Rauchen beginnen. Tabakwerbung schafft eine positive Einstellung gegenüber dem Rauchen. Jugendliche stehen einem Rauchbeginn offener gegenüber, wenn sie Rauchern positive oder erstrebenswerte Eigenschaften zuschreiben. Tabakwerbung kann bei Jugendlichen das Bild von Rauchern positiv beeinflussen. Experten der Weltbank haben bereits vor über einem Jahrzehnt aufgezeigt, dass der Tabakkonsum in Ländern mit umfassenden Tabakwerbeverboten deutlich stärker zurückging als in Ländern ohne Tabakwerbeverbote. Beim Alkohol ist die langfristige Entwicklung ebenfalls erfreulich. Jugendliche und junge Erwachsene trinken weniger Alkohol. So trinken 2015 nur 10% der Jugendlichen regelmäßig Alkohol.
2011 waren es noch 14,2%. Sorgen bereitet mir nach wie vor das Rauschtrinken. Deshalb ist es wichtig, der Bagatellisierung des Alkoholkonsums in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Ich engagiere mich intensiv bei den Themen FAS und FASD, also dem fetalen Alkoholsyndrom und den fetalen Alkoholspektrumstörungen. Aktuell haben wir gerade ein Handbuch im Angebot bzw. auf den Markt gebracht für Betroffene, die in ihrem Alltag gestärkt werden sollen. Wer einmal gesehen und wer einmal erlebt hat, welche Folgen Alkoholkonsum in der Schwangerschaft haben kann, der versteht, warum mir der Einsatz gegen den Alkoholmissbrauch gleich in welcher Altersgruppe so wichtig ist. Klar ist aber, das Brett, das wir beim Thema Alkohol bohren müssen, ist ein sehr dickes. Zudem zeigen die neuen Zahlen, wie verbreitet der Cannabiskonsum unter Jugendlichen ist. 9,7% der jungen Menschen haben schon einmal im Leben Cannabis konsumiert. In der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen sind es 34,5%. 8,1% der männlichen 12- bis 17-Jährigen geben an, in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Das ist ein Problem, weil es gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Jugendlichen haben kann, zum Beispiel auf die Entwicklung des Gehirns. Wir brauchen beim Thema Cannabis einen differenzierten Ansatz. Cannabis als Medizin ja, Cannabis zum Spaß nein. Wer in dieser Situation über die vollumfängliche Legalisierung redet und sie fordert, der sorgt dafür, dass noch mehr Jugendliche zum Joint greifen. Zum Abschluss, wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Drogen- und Suchtprävention ist erfolgreich. Mein Appell, wir wissen heute so viel über die Ursachen von Drogenabhängigkeit und über Sucht, nutzen wir dieses Wissen. Gehen wir die nächsten Schritte und machen wir aus einer erfolgreichen eine exzellente Legislaturperiode in der Drogen- und Suchtpolitik. Schaffen wir ein Tabakwerbeverbot. Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf in einer der kommenden Wochen ins Kabinett kommt. Ziehen wir das NPS-Gesetz durch, wenn die EU-Kommission uns nach der Notifizierung grünes Licht gibt. Ziel ist es, den Handel mit den neuen psychoaktiven Substanzen unter Strafe zu stellen. Rechtlich ist das eine schwierige Sache. Wenn es uns gelingt, setzen wir international Maßstäbe. Schaffen wir eine international wegweisende Regelung für Cannabis als Medizin und nutzen wir die große UN-Sonderkonferenz zur globalen Drogenherausforderung Ungass, die im April in New York stattfindet, um die Welt für eine gesundheitsbezogene Drogenpolitik zu gewinnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank bisher. Frau Theis, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Mordler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit 1973 untersucht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Drogenaffinitätsstudie in einer regelmäßig wiederholten Repräsentativbefragung Trends des Suchtmittelkonsums junger Menschen in Deutschland. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind die Basis für die Steuerung auch der nationalen Präventionsaktivitäten der Bundeszentrale zur Suchtprävention. Heute dürfen wir Ihnen, wie genannt, die zentralen Studienergebnisse der aktuellen Befragung vorstellen aus dem Zeitraum März bis Juni 2015. Befragt wurden genau 7.004 Personen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Und das erlaubt uns auch zu differenzieren, eine Aussage jeweils zu machen zu der Gruppe der 12 bis 17-Jährigen und der 18 bis 25-Jährigen. Wir betrachten dabei jeweils in den genannten Gruppen das Rauchverhalten, den Alkoholkonsum und den Konsum illegaler Drogen. Die wesentlichen Ergebnisse in Kürze, Frau Mordler hat es ja schon angedeutet. Erstens, nachdem das Rauchen bei den 12- bis 17-Jährigen schon seit längerem stark rückläufig ist,
wird es nun auch für die 18- bis 25-Jährigen zunehmend unattraktiv. Zweitens, beim Alkoholkonsum zeichnen sich insgesamt positive Trends ab. Allerdings ist, und das macht auch uns Sorge, weiterhin der hohe Anteil junger Menschen, die sich in einen Rausch trinken, besorgt. Drittens, beim Konsum illegaler Drogen liegt Cannabis mit weitem Abstand an erster Stelle. Nun zu den einzelnen Themen. Zunächst das Rauchen. Rauchen ist, und das kann man global sagen, für junge Menschen in Deutschland nicht mehr attraktiv. Die Raucherquoten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowohl männlich wie auch weiblich, sind weiter rückläufig und historisch niedrig. Gleichzeitig befindet sich der Anteil der Nie-Raucherinnen und Nie-Raucher auch auf einem historischen Höchststand. Im Jugendalter, und das freut uns, erzielte Präventionserfolge setzen sich bei den Älteren fort. Dem Anstieg des Nierauchens bei Jüngeren zwischen 2001 und 2005 folgt 10 Jahre später, das sehen wir jetzt, ein Anstieg des Nierauchens bei den Älteren. Rauchen ist, und auch das müssen wir konstatieren, bei jungen Menschen in Deutschland sozial ungleich verteilt. In der Real- und in der Hauptschule ist der Anteil der Raucher und Raucherinnen zum Beispiel deutlich höher als im Gymnasium. Etwa jeder vierte Jugendliche gibt an, aktuell schon einmal Wasserpfeife geraucht zu haben. Seit einigen Jahren ist auch dieser Trend weiter rückläufig. Der Anteil der Jugendlichen, die schon einmal elektronische Produkte probiert haben, also E-Zigarette oder E-Shisha, ist ebenfalls rückläufig. Was wir hierbei beobachten können, ist, dass während Wasserpfeifen und E-Zigaretten bei den jungen Erwachsenen verbreiteter sind als bei Jugendlichen, ist es bei den E-Shishas gerade umgekehrt. Die scheinen bei den Jugendlichen attraktiver zu sein und sie stärker anzusprechen als junge Erwachsene. Zum Alkoholkonsum ist Folgendes zu sagen. Auch hier ist bei den 12- bis 17-Jährigen der Anteil derjenigen, die in ihrem Leben schon einmal Alkohol konsumiert haben, seit Jahren rückläufig. Aktuell liegt er bei 67% und das ohne Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die regelmäßig, das heißt mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, beträgt aktuell 10%. In den Jahren 2004 bis 2007 war diese Quote noch etwa doppelt so hoch. Auch bei den 18- bis 25-Jährigen, also den jungen Erwachsenen, nimmt der Anteil der regelmäßig Alkoholtrinkenden kontinuierlich ab. Er liegt aktuell bei 34%. Das bedeutet, dass aktuell jeder 10. Jugendliche und jeder 3. junge Erwachsene regelmäßig Alkohol trinkt. Zum Rauschtrinken ist grundsätzlich festzuhalten, junge Erwachsene betreiben häufiger Rauschtrinken als Jugendliche und männliche Befragte in beiden Altersgruppen betreiben häufiger Rauschtrinken als ihre weiblichen Altersgenossen. Langfristig ist ein Rückgang des Rauschtrinkens zu beobachten. Das gilt für die 12- bis 17-jährigen männlichen und weiblichen Jugendlichen ebenso wie für die 18- bis 25-jährigen jungen Männer. Lediglich bei den 18- bis 25-jährigen jungen Frauen beobachten wir noch stagnierende Werte. Zum Konsum illegaler Drogen. Cannabis ist nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Droge. 9,7% der Jugendlichen und 34,5% der jungen Erwachsenen geben aktuell an, schon einmal Cannabis probiert zu haben. Bei den Jugendlichen spielen andere illegale Drogen kaum eine Rolle. Bei den jungen Erwachsenen folgen mit weitem Abstand nach Cannabis Stimulantien wie Ecstasy. Hier ist die Lebenszeitprävalenz 4%,
bei den Amphetaminen ebenfalls 4% und beim Kokain 2,9%. Crystal Meth dagegen spielt mit 0,6% eine deutlich geringere Rolle. Regional ist das unterschiedlich, das wissen wir. Auch für den Cannabiskonsum gilt, die Älteren konsumieren eher Cannabis als die Jüngeren und männliche Befragte in beiden Altersgruppen konsumieren häufiger als ihre weiblichen Altersgenossinnen. Langfristig scheint das Konsumverhalten beim Cannabis in Wellen zu verlaufen. So liegt aktuell der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert haben, höher als im Jahr 2011. Auch bei den 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen sind die 12-Monats-Prävalenz und im Fall der jungen Frauen auch der regelmäßige Konsum, das heißt mindestens 10-mal im Jahr, derzeit höher als noch 2010. Ob sich hier allerdings ein Trend zu mehr Konsum andeutet, werden weitere Studien zeigen müssen. Für die Präventionsbemühungen der BZGA heißt das, dass wir in unseren Bemühungen auf die Risiken des Cannabiskonsums in vielerlei Hinsicht hinzuweisen, nicht nachlassen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss als Fazit festhalten. Die Studienergebnisse zeigen die aktuellen Herausforderungen an die nationale Suchtprävention. Auch Frau Mortler hat es ja schon skizziert. Neue Produkte wie E-Zigarette oder E-Shisha verlangen passgenaue Aufklärung und Information über deren Risiken. Das Rauschtrinken und die Verbreitung des regelmäßigen Alkoholkonsums sind trotz der insgesamt positiven Entwicklungen noch immer auf einem hohen Niveau. Das bedeutet Herausforderung. Im Bereich der illegalen Drogen bildet die Cannabisprävention den Schwerpunkt, aber auch immer wieder neue und gefährliche Konsumtrends gilt es zu beobachten, sei es zum Beispiel Crystal Meth oder auch die neuen psychoaktiven Substanzen, die sogenannten Legal Highs. Auch über deren Risiken müssen wir sehr zielgruppengerecht aufklären und eine kritische Einstellung dazu fördern. Das heißt auch, dass trotz der insgesamt durchaus positiven Entwicklungen beim Suchtmittelkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wir in unseren Präventionsbemühungen nicht nachlassen werden. Und im besonderen Fokus der Suchtprävention stehen hierbei Jugendliche und junge Erwachsene. Damit haben wir die Aufgabe, auch immer wieder eine neue Generation erreichen zu müssen und sie für die Risiken von Suchtmitteln zu sensibilisieren. Deshalb ist es, und das ist in all unseren Präventionsbemühungen so, dass wir Jugendliche adressatenspezifisch erreichen müssen, zum Beispiel über die sozialen Medien, also Facebook, YouTube oder Blogs. Und daneben bleibt aber immer noch die persönliche und die direkte Ansprache in den Lebenswelten, hier besonders im schulischen und auch im Ausbildungskontext zunehmend wichtig. Schließlich, und das möchte ich besonders betonen, ist auch eine gut funktionierende Zusammenarbeit aller Akteure auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene und die Einbindung in Präventionsstrategien Garant für die Fortführung der bisherigen Erfolge im Bereich der Suchtprävention. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Vorstellung der Studie bis hierher. Wir sind bei Fragen. Weil nicht alle kennen, bitte ich um eine kurze Vorstellung. Herr Sandivani. Zwei Fragen an Frau Mortler. Sie sprachen die Tabakaußenwerbung an und den Gesetzentwurf. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Es ist ja damals ausgekoppelt worden aus dem anderen Gesetz. Wo liegt jetzt der Gesetzentwurf und Ihr starkes Plädoyer dafür, dass es tatsächlich dazu kommt, ihn im Kabinett zu beraten, provoziert die Befürchtung oder Vermutung, es hakt noch irgendwo. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben. Und eine zweite Frage, eher eine Lernfrage. Man sieht im Fernsehen neuerdings sehr viel Werbung für E-Zigaretten. Ich dachte eigentlich, das ist irgendwie abgedeckt durch die Verbote ja offenbar nicht. Sehen Sie da noch Handlungsbedarf? Danke. Dankeschön, Herr Sandivani, zur ersten Frage. Mein Wunsch wäre gewesen, wenn sowohl die Tabakprodukte-Richtlinie als auch das Tabakwerbeverbot gemeinsam verabschiedet worden wären. Der Grund für eine zeitliche Verschiebung des Tabakwerbeverbots liegt und lag an der Notifizierung, die in Brüssel vorgenommen werden musste. Diese ist nach meinem Kenntnisstand nun erfolgt. Das heißt, jetzt ist es am zuständigen Bundesminister Christian Schmidt, den angestrebten Gesetzentwurf zügig ins Kabinett zu bringen. Darauf setze ich. Zum Zweiten, Werbung für E-Zigaretten. Vielleicht weiß Frau
Dr. Theis hier mehr dazu. Ich habe im Moment keine schlüssige Antwort, aber wenn Sie mich hier so sensibilisieren, werde ich mich auch sofort darum kümmern, weil das kann nicht sein. Vielleicht noch ergänzend, die neuen elektronischen Produkte sind in der neuen Tabakrichtlinie ja auch enthalten. Es wird eine Übergangsfrist von einem Jahr geben, aber auch dann sind die elektronischen Produkte eingeschlossen, auch in der Tabakrichtlinie mit den entsprechenden Warnhinweisen und bei den Werbebeschränkungen. Es werden strengere Anforderungen im Hinblick auf die Produktsicherheit eingeführt und eben Werbebeschränkungen. Bei den Werbebeschränkungen sollen alle Tabakerzeugnisse gleichgestellt werden. Herr Jung. Frau Theis, sind E-Zigaretten genauso schädlich wie normale Zigaretten? Wenn nicht, können Sie das mal vielleicht ins Verhältnis setzen? Und Frau Mortler, Sie sagen ja, dass Werbeplakate besonders junge Menschen ansprechen. Warum sind Sie dann da inkonsequent und fordern nur ein Verbot von Tabakwerbung, aber nicht von Alkoholwerbung? Zu Ihrer ersten Frage, bei den Nikotinprodukten findet ja ein Verbrennungsprozess statt. Bei den elektronischen Produkten ist es eine Verdampfung. In Fachkreisen wird diskutiert, welche Auswirkungen die Produkte, die freigesetzt werden oder die entstehen beim Verdampfen, auf zum Beispiel die Lunge oder die Atemwege haben. Die Ergebnisse, die wir bislang haben aus den wissenschaftlichen Untersuchungen, zeigen, dass man davon ausgehen kann, dass eine geringere Toxizität möglicherweise vorhanden ist. Aber ein Restrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Herr Jung, zur Tabakwerbung und Ihrer Ansage Inkonsequenz in Richtung Alkoholwerbeverbot. Das Tabakwerbeverbot ist überfällig. Wir haben das nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch als Regierung bereits 2005 beschlossen, dass wir dieses Verbot umsetzen. Und deshalb setze ich darauf, dass das in wenigen Wochen so passiert. Zur Alkoholwerbung. Nach meinem Kenntnisstand gibt es keinerlei Festlegungen im Koalitionsvertrag. Ich kann das als Drogenbeauftragte fordern. Aber aus momentaner Sicht ist das sehr unrealistisch. Zusatz? Ja, warum fordern Sie es nicht? Und Frau Theis, laut dem britischen Gesundheitsministerium sind E-Zigaretten 90% weniger schädlich als Zigaretten. Können Sie diese Zahlen bestätigen und machen Sie da eigene Studien vielleicht gerade? Ich kenne die Zahl von 95%, das ist eine Studie. Es gibt aber einzelne Kasuistiken zum Beispiel, die bei den Liquids, die ja unterschiedliche Zusätze enthalten, wo es allergische Reaktionen auch im Bereich des Lungengewebes gegeben hat, die durchaus auch fatale Folgen hatten. Das heißt, eine globale Entwarnung kann es bei diesen E-Zigaretten nicht geben. Das ist auch immer eine Frage der Intensität. Und da werden einfach weitere Beobachtungen notwendig sein. Also die Zahl 95% so apodiktisch aus einer Studie zu pauschalieren, da hätte ich etwas Bedenken. Herr Jung, die Drogenbeauftragte hält sich beim Thema Alkoholwerbeverbot an das, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben steht. Ich bin allerdings immer wieder in Gesprächen dort, wo ich fordern und handeln kann. Das ist die intensivere Beobachtung der Werbung in den Online-Medien. Es ist durchaus so, dass es immer wieder Grenzfälle gibt von Werbung, von Alkoholwerbung, von Getränken, von prozentual stark alkoholhaltigen Getränken, die mir Sorgen machen, weil sie zeigen, dass sie junge Leute gezielt ansprechen wollen und nicht nur Erwachsene. Und hier bin ich auch im regelmäßigen Austausch mit dem Deutschen Werberat. Frau Reible. Eine Frage an Frau Theis. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse über regionale Unterschiede, sei es beim Rauchen, beim Alkoholkonsum oder beim Drogenkonsum? Es gibt durchaus von den Landessuchtstellen regionale Untersuchungen. Unsere Untersuchungen beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet. Herr Siebert? Ich kann es gerade nicht sehen. Eins weiter. So, okay, ja. Jetzt.
Meine Frage schließt genau da an, beziehungsweise versucht die nochmal zu vertiefen, insbesondere bei der Frage nach Crystal. Da wird ja immer sehr immer die Rede davon, dass insbesondere in den grenznahen Regionen das eine andere Bedeutung hat. Ich habe jetzt hier noch sagen in Ihren Unterlagen ist bei mir noch eine Frage aufgetaucht. Sie sagen Lebenszeitprävalenz in dieser Pressemitteilung 0,6 bei Crystal Meth. Und in der Liste steht bei der Lebenszeitprävalenz bei 12- bis 17-Jährigen 0,0 und bei 18- bis 25-Jährigen 0,2. Also ich weiß nicht, ob sozusagen ich das nicht verstehe oder ob es irgendwie dann Unterschied gibt. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Aber die Frage nach der sozusagen regionalen Schwerpunkten bei Crystal, die würde ich gerne auch nochmal vertiefen. Mhm. Wie ich eingangs bemerkt habe, haben wir ja untersucht die beiden Altersgruppen, also der 12- bis 17-Jährigen und der 18- bis 25-Jährigen. Und da zeigt sich ein Unterschied, so wie ich das genannt habe, dass eben primär Cannabis die führende Droge ist und weitere illegale Drogen kaum eine Rolle spielen bei den Jugendlichen. Bei den jungen Erwachsenen ist es so, dass es sich auch im sehr geringen prozentualen Bereich hält. Also das sind etwa 4% bei Ecstasy und bei Amphetaminen. Und dass eben Crystal unter 1% liegt, 0,6%. Und das andere, das, was Sie als 0,0% finden, das sind statistische Berechnungen, die eben dann unter 1% manchmal nicht zu spezifizieren sind. Aber ich denke, die Zentrale und die Kernaussage, und das haben Sie ja bestätigt, ist tatsächlich so, dass es sich im Bereich von unter 1% abspielt. Und regional, wie gesagt, mag das unterschiedlich sein, aber ich glaube, da kann Frau Morter noch ergänzen. Also sozusagen, worum es mir geht jetzt, also bei den regionalen Schwerpunkten, es wird ja eben aus dem bayerischen oder aus dem sächsischen Grenzbereich zur Tschechischen Republik wird ja sozusagen immer eine sehr dramatische Situation geschildert. Wenn sozusagen der Gesamtbefund gilt, eigentlich spielt Crystal keine große Rolle deutlich unter 1%, dann würde das ja sozusagen, könnte man ja zu der Auffassung kommen, da wird irgendetwas künstlich dramatisiert und in Wahrheit ist es gar nicht so schlimm. Das würde ich gerne irgendwie erläutert bekommen. Das mag regional schon ein Problem sein. Nur das, was wir eben zeigen, ist, dass es tatsächlich eine regionale Problematik ist, aber im gesamten bundesrepublikanischen Bereich nicht diese zentrale Rolle spielt. Ich ergänze, bundesweit betrachtet erscheinen die Zahlen vernachlässigbar zu sein. Wenn man allerdings in die Details und in die Tiefe geht, und dann spreche ich in der Tat von den Grenzregionen zu Tschechien, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dann ist es vor Ort punktuell ein riesiges Problem. Und wir wissen im Moment auch, dass Crystal Meth sich in verschiedene Städte Deutschlands weiter bewegt hat. Also das heißt, dass auch dort verstärkt konsumiert wird. Drum ist mir als Drogenbeauftragte wichtig, Crystal Meth und die Folgen des Konsums nicht unter den Tisch zu kehren, nicht zu dramatisieren, aber vor allem auf die sehr, sehr negativen gesundheitlichen Folgen hinzuweisen. Und das habe ich letztes Jahr unter anderem mit meiner Jahrestagung gemacht, die ja Crystal Meth zum Schwerpunkt hatte. Herr Jung. Frau Morter, Sie stellen eine gewagte These auf. Sie sagen, die vollumfängliche Legalisierung von Cannabis. Hätten Sie ein bisschen lauter sprechen? Sie kommen hier vorne. Frau Morter, eine gewagte These von Ihnen ist, die vollumfängliche Legalisierung von Cannabis wird dafür sorgen, dass noch mehr Jugendliche zum Joint greifen. Wie kommen Sie darauf? Dann schauen Sie mit mir mal nach Colorado. Herr Jung, in Colorado ist es so, dass die Legalisierung faktisch da ist. Und wir wissen, dass der Konsum gerade bei Jugendlichen bei 39% im Schnitt über dem Konsumverhalten von Jugendlichen in anderen Bundesstaaten liegt. Das ist für mich bedenklich und deshalb gilt für mich gestern wie heute und auch morgen, dass wir diese Droge nicht verharmlosen dürfen. In Colorado ist das aus meiner Sicht auch inzwischen zu einem richtigen Geschäft geworden, wo man alle Argumente zieht und die Gesundheit eher in den Hintergrund rückt und das Geld in den Vordergrund. Und wer bei uns im Land Beratungsstellen, Suchthilfeeinrichtungen besucht hat,
der weiß, wie groß das Problem Cannabiskonsum und seine Folgen bei Jugendlichen wirklich ist. Und als Drogenbeauftragte wäre ich fehl am Platz, wenn ich auf diese Entwicklungen und möglichen Folgen nicht hinweisen würde. Zusatz? Sie suggerieren ja, dass quasi Menschen, die vorher, weil die Droge illegal war, nicht gekifft haben, dann zum Kiffen gehen, weil es legal werden würde. Also diese Zahlen haben Sie aus Colorado. Das würde mich mal interessieren. Das könnten Sie für uns ja vielleicht mal vorzeigen. Und Frau Theis, gibt es da einen wissenschaftlichen Zusammenhang, dass wenn eine Droge legalisiert wird, dass automatisch mehr Menschen diese konsumieren? Oder ist das jetzt nur ein Bauchgefühl der Drogenbeauftragten? Also wir haben diese Frage nicht untersucht. Insofern kann ich aus unseren aktuellen Zahlen dazu nichts sagen. Aber ein Aspekt ist ja auch die Frage der Verfügbarkeit. Ich kann kurz ergänzen, nach meinem Kenntnisstand ist in Colorado Cannabis für junge Menschen sehr wohl verboten, für Erwachsene erlaubt. Aber gerade weil es und offensichtlich erlaubt ist, für die Erwachsenen führt es aus meiner Sicht oder kann es aus meiner Sicht dazu führen, und es lässt sich ja auch an den Zahlen ableiten, dass das Thema Cannabiskonsum dann auch von den Erwachsenen auf die Jugendlichen überschwappt und es quasi zu einer Verharmlosung führt. Herr Möhle? Frau Theis, Sie definieren Rauschtrinken bei 5 Gläsern oder mehr bei einer Gelegenheit. Wie groß ist denn bei Ihnen so ein Glas? Also in Bayern kann so ein Glas 1 Liter sein, in Maßkrug, und im Ruhrgebiet 0,2 Liter. Und Frau Mortler, zum Alkoholwerbeverbot nochmal. Was sagen denn die bayerischen Brauereien, die über 1200 größtenteils mittelständische Betriebe, zu einem solchen Alkoholwerbeverbot? Wollen Sie erst? Oder so. Also zum Alkoholwerbeverbot. Ich habe es nicht gefordert. Ich habe mich auch explizit zu dem Thema Alkoholwerbeverbot mit den Brauereien zumindest nicht im Detail unterhalten. Aber ich appelliere immer wieder an die Branche, an ihre Verantwortung, wenn es um den Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft zum Beispiel geht. Und ich setze auch verstärkt auf den Konsum von alkoholfreien Bieren, von alkoholfreien Getränken. Und für mich ist es sehr erfreulich, dass der Konsument inzwischen merkt, weil das Angebot entsprechend ist, dass auch ein alkoholfreies Bier so gut schmecken kann wie möglicherweise ein alkoholisches Bier. Und insofern freut mich, dass dieser Trend einfach da ist und die Brauereien unterm Strich dann trotzdem ihre Berechtigung haben. Die Glasgröße? Bei der Bestimmung der konsumierten Menge, getränkespezifisch und auch vom Volumen, ist ja letztendlich gefragt, wie viel Alkoholgramm pro Woche konsumiert werden. Und in diese Frage geht ein sowohl die Anzahl der Getränke, die an einem Konsumtag getrunken werden, wie groß die Gläser, die Flaschen oder die Dosen sind, aus denen man trinkt, das kann ja unterschiedlich sein. Dann wird daraus das an einem Konsumtag getrunkene Getränkevolumen in Litern berechnet. Und der Gramm reinen Alkohols pro Woche wird schließlich über das Produkt aus Konsumtagen pro Woche, die Menge pro Konsumtag, die getränkespezifischen Volumenprozent und das spezifische Gewicht des Alkohols berechnet. Also okay. Sie sehen, das ist etwas ganz Komplexes und das können Sie auch noch mal nachlesen in der Studie ganz im Detail. Wann sind die Jugendlichen dann berauscht nach Ihrer Definition? Es wird davon ausgegangen, also beim Rausch, der dazu führt zu einem Blutalkoholspiegel von 0,8% Promille. Das ist die Definition. Frau Markmeier? Ist das nicht alles? Ja, ich hatte auch wissen wollen, was ein Rausch ist, das weiß ich jetzt. Die andere Frage ist, wie oft kommt diese Untersuchung? Sie haben jetzt gesagt, regelmäßig, und jetzt gibt es hier aber Zahlen in unterschiedlichen Abständen, wenn Sie einfach sagen, wann war die letzte? Genau. Also wir haben unterschiedliche Arten von Studien. Wir haben zum Beispiel den Alkohol-Survey, wir haben zum Rauchen unterschiedliche Befragungen. Und wir haben eben seit 1973 diese Drogenaffinitätsstudie. Die letzte war 2011.
Und der Abstand, ist der immer so viel? Der ist unregelmäßig, aber etwa in diesem Zeitraum. Frau Kollegin? Julia Emmerich, Funke Medien. Ich habe noch mal eine Frage an Sie, Frau Mortler, zum Thema Legalisierung Cannabis als Arzneimittel. Könnten Sie uns da auch noch mal kurz auf den Stand bringen? Ist da die Notifizierung schon abgeschlossen? Sie hatten gesagt, das kommt auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Wie ist da der Stand der Dinge? Der Gesetzentwurf ist wie alle anderen Gesetzentwürfe auch im Moment in der Abstimmung mit den Ärzten, mit den zuständigen Verbänden. Und wenn diese Abstimmung abgeschlossen ist, dann geht es zum nächsten Schritt. Den genauen Zeitplan kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin sehr sicher, dass das in diesem Jahr erfolgen wird. Das heißt, dass das Gesetz auf den Weg kommt. Herr Jung? Frau Theis, können Sie uns sagen, was vielleicht eine Newcomer-Droge ist, also das, eine Droge vielleicht, die in den letzten 5 Jahren es noch nicht gab oder noch nicht auf dem Radar war und jetzt vielleicht gerade bei Jugendlichen neuen Anklang gefunden hat, neben Crystal Meth. Und Frau Mortler, wie gehen Sie mit den Rücktrittsersuchen um, die im Internet schwirren? Also es gibt ja bei change.org zehntausende Menschen, die ihren Rücktritt fordern als Bundesdrogenbeauftragte. Zu Ihrer Frage, was ist auf Vogue in den letzten Jahren? Wir sehen die elektronischen Produkte, die Sie ja auch angesprochen haben, und wir sehen die synthetischen Drogen, die angesprochenen Legal Highs. In unserer Studie haben wir gefragt, einmal nach Cannabis, Ecstasy, Kokain, Amphetamin, Schnüffelstoffe, die sogenannten Pilze, psychoaktive Pflanzen, LSD, neue psychoaktive Substanzen, Heroin, Crack und Crystal Meth. Das waren die Drogen, die hier in der Studie auch ausgewertet wurden. Zu den Rücktrittsforderungen im Netz. Schön, dass Sie mich auf den neuesten Stand der Zahlen bringen. Ich sehe das ganz gelassen. Ich sehe das auch deshalb gelassen, weil ich mit anderen Dingen auch schon als Drogenbeauftragte konfrontiert worden bin. Das ging von der Öffnung einer Facebook-Seite, die zu meiner Hinrichtung aufgerufen hat. Ich könnte weitere andere Beispiele anfügen. Ich kann nur vermuten, aus welcher Ecke diese Forderungen kommen. Vielleicht können Sie mir da noch Nachhilfe geben. Ich glaube, aus der Ecke von Menschen, die Cannabis legalisieren möchten. Wie gehen Sie denn damit um? Hinterfragen Sie Ihre Cannabispolitik, wenn so viele Menschen Ihre Haltung für falsch halten? Lieber Herr Jung, wissen Sie, wie Cannabis oder Drogenpolitik in Sachen Cannabis im Vergleich zu Deutschland, Europa, weltweit passiert und funktioniert? Offensichtlich nicht, sonst wüssten Sie, dass wir in Deutschland und vor allem in Europa eine sehr liberale Vorgehensweise haben, dass zweitens alle Mitgliedstaaten in Europa Cannabis nach wie vor als eine illegale Droge einstufen, aber dass es Überlegungen gibt, und die gibt es auch auf meiner Seite, was kann man tun im Zusammenhang mit Hilfe statt Strafe, mehr Hilfe statt Strafe, im Zusammenhang mit Entkriminalisieren. Das sind alles Dinge, die in meinem Umfeld diskutiert werden. Aber dann und in diesem Zusammenhang aufzurufen, dass die Drogenbeauftragte aus dem Grund zurücktreten muss, weil sie hier eine tödliche Politik verfolgt, das halte ich nicht nur für übertrieben, sondern ich halte es teilweise für eine Forderung, die unter die Gürtellinie geht. Frau Mortler, Frau Theis, vielen Dank für den Besuch heute in der Bundespressekonferenz. Ich sage Danke in die Runde und ich sage Danke ins Publikum. Wir sehen uns wieder um 12 Uhr.